Lilo Schmidt-Wiedenroth begann 1972 in Hamburg mit ihrer Ausbildung im Bereich Grafikdesign. Aufträge für die Eröffnung des Kommunikationszentrums und des Theaterzentrums in Peine sind zwei Beispiele für das öffentliche Interesse an dem Werk der inzwischen weit bekannten Künstlerin. Hierfür entstand der fünfteilige Zyklus »Vom Embryo zum alten Menschen« und das Objekt »Karneval in Venedig« mit einer Originalmaske. Lilo Schmidt-Wiedenroth wurde am 29.08.1942 in Peine geboren. Ihre beruflichen Qualifikationen erwarb sie sich an der Fachhochschule in Hamburg und zusätzlich durch ein mehrjähriges Studium an der Sommerakademie in Salzburg. Seit 1962 lebt und arbeitet sie in der Heidestadt Schneverdingen, der sie bis heute verbunden geblieben ist. Seit 1989 erschließt sie sich ihre Themen auch als Bildhauerin. Bei der Darstellung des Menschen lässt sich die Künstlerin von Käthe Kollwitz inspirieren, deren gestalterische Intentionen in ihrem eigenen Stil Ausdruck finden. Auch die handwerkliche Auseinandersetzung mit dem Gestaltungsmaterial übt für sie einen hohen Reiz aus. Genau, der ist immer schön, ne? Ziehen wir mit dem Pullover aus. Die Haare nehmen wir etwas weiter zurück. Sehen Sie, dass ich das mal eben rübernehme? Soll ich sie hochmachen oder reicht das, wenn Sie... Also ich nehme das jetzt so mit dem Pullover. Der Gürtel kann gar nicht sein. Wir sollten auch... Auch für die Künstlerin beginnt dieser Tag wie jeder andere. Ihr hoher Anspruch an die Kunst und eine konsequente Arbeitsdisziplin bedingen einander. Die Atmosphäre ihres Hauses und der ländliche Charakter ihres Wohnortes Schneverdingen sind die beständigen Bezugspunkte für ihr künstlerisches Schaffen. Die Begegnung mit dem Menschen ist für Lilo Schmidt-Wiedenroth auch immer ein potenzieller Gestaltungsauftrag. So sind Offenheit und Kontaktfreude gegenüber anderen Menschen charakteristische Merkmale der Künstlerin und Gespräche im Freundes- und Bekanntenkreis feste Bestandteile ihrer Lebensgestaltung. Dem Kunstbetrachter werden die Werke im unterschiedlichsten Ambiente präsentiert. So wurden Eröffnungsausstellungen mehrfach im Queens Hotel Hamburg ausgestellt. Der Hoteldirektor Andreas Guntermann zu den Werken der Künstlerin. Seit nunmehr 3 Jahren führe ich in diesem Haus regelmäßig Ausstellungseröffnungen durch. Zur Künstlerin Lilo Schmidt-Wiedenroth verbinden mich eigentlich 2 besondere Dinge. Einmal eine seit langen Jahren bestehende enge Freundschaft zu ihr, zum anderen sind es aber auch ihre Werke, die meine volle Begeisterung finden. Und da spreche ich auch im Namen unseres großen Gästekreises. Vor allen Dingen die derzeit hier im Haus platzierte Ausstellung zeigt einmal das ganze Spektrum ihrer Fähigkeiten, angefangen von den Kreidezeichnungen bis hin zu den Ölgemälden, die von ihr hier platziert sind derzeit, aber auch der neue Themenbereich, die gestaltende Kunst, die sich hier ja in einigen Skulpturen zeigt in unseren Räumlichkeiten, findet
ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich freue mich ganz besonders, dass sie nunmehr zum dritten Mal in unserem Hause eine Ausstellung platziert hat, und ich würde mich wirklich freuen, wenn diese Zusammenarbeit, die hauptsächlich durch die gute Freundschaft zustande kam, auch weiterhin hier fortgesetzt werden kann. Diese Einzelausstellung ist ein Beispiel für die nationale und internationale Beachtung der Künstlerin. Denn der weitere Weg ist für diese Werke schon seit langem geplant. So haben sich mehrere Museen, unter anderem auch in Milano, für die Ausstellung vormerken lassen. Für Lilo Schmidt-Wiedenroth ist auch die Form der Präsentation ihrer Werke von großer Bedeutung. Deshalb plant die Künstlerin das Gesamtarrangement ihrer Ausstellungen von der Raumaufteilung bis zur Detailgestaltung selbst. Die er da drin hat. Und dann auch zum Teil das Geschliffene hier, das ist so immer schön. Für die Planung und Durchführung von Ausstellungen eigener Kunstwerke wird mit Lageplänen, Fotografien und Katalogen die Voraussetzung für ein wirkungsvolles Ensemble kreiert. Auch für ihre Ausstellungen in Frankreich, Italien und den USA entwickelt sie eigene Konzeptionen. Alle 2 Jahre verleiht die kleine Galerie zusammen mit der Stadt Schneverdingen einen Kunstpreis. Angesprochen werden professionelle Künstler im In- und Ausland. Auch bei diesem Kunstereignis wird die Auswahl der Werke und die Form der Präsentation von Lilo Schmidt-Wiedenroth mitbestimmt. Für die Kunst zu leben, bedeutet für Lilo Schmidt-Wiedenroth auch Engagement für das Kulturleben in ihrer Heimat. Die Verbundenheit zu der Heidestadt Schneverdingen und ein weltoffenes Leben bestimmen ihre Persönlichkeit. Der stetige Erfolg ihrer künstlerischen Arbeit ermöglichte der Künstlerin schon bald, ihre Werke auch auf internationaler Ebene vorzustellen. Hallo, Foundation Gallery, Carmel. Oh, yes. Hello. Here Lilo Schmidt-Wiedenroth. Hier wird eine Ausstellung für die kalifornische Stadt Carmel vorbereitet. Verbindungen in die USA bestehen schon seit vielen Jahren, sodass heute zum Beispiel in der Actions Gallery Santa Barbara eine feste Ausstellung zu finden ist. Für Lilo Schmidt-Wiedenroth steht die Darstellung des Menschen im Vordergrund ihrer künstlerischen Intention. Als Malerin, Grafikerin oder Bildhauerin erschließt sich für sie eine vielfältige Zugangsmöglichkeit für die Realisation ihrer Gestaltungsaufgaben. Durch ihr künstlerisches Talent, einen hohen Anspruch an sich selbst und eine disziplinierte Arbeitsweise kann sie schon heute auf zahlreiche Ausstellungen für in- und ausländische Galerien und Museen zurückblicken. Ein Leben für die Kunst bedeutet für Lilo Schmidt-Wiedenroth, sich unablässig neuen Herausforderungen zu stellen.